Herzlich willkommen zum Gemüsepfannen-Podcast und damit begrüße ich wie immer meinen Co-Moderator Tom Ate. Ja, hallo Arti, ich begrüße dich auch wie immer. Und ich grüße noch Honky, den guten Tippgeber für dieses Meisterwerk, wovon wir jetzt den zweiten Teil schauen oder weiterschauen. Ja, ich habe schon eine schlimme, schlimme Ahnung hier. Also wirklich, worauf haben wir uns da eingelassen? Ah! Ja. Honky! Wir machen mit dem Frame vom letzten Mal weiter, mit der tollen Hauptperson. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Oder er oder es. Elizabeth, das ist Ah, Elizabeth. danke, stimmt, Elizabeth, ja. Ja, gut, groß einordnen müssen wir das nicht. Vielleicht nur die zwei Sätze seien erlaubt, wer jetzt direkt hier reinskippt, ohne der andere Folge gesehen zu haben. Das hier ist irgend so eine öffentlich-rechtliche Sex-Doku. Es geht irgendwie um Sex in Berlin, so grob. Und ja, was da so drum ist und ja, viel degeneriertes Zeug, sag ich einfach mal so. Ja, es So, und ist jetzt sind wir hier bei sehr, Elizabeth. sehr bunt. Sehr bunt und ja, genau, so bunt wie Ich gehe Berlin schon ist. mal rein hier. Genau. Und wenn du bereit bist, dann kann ich hier auch play drücken. Ja, freuen wir uns. Achso, und wie immer der Disclaimer, wir schauen mit 1,3-facher Geschwindigkeit. Wundert euch nicht, aber das ist schon gut so. Okay. Sex-positive scene is about destigmatizing the joy of sensuality and eroticism and sexuality. And it is extremely caring. People, for example, with me, are very often very mindful about the fact that I may have some discomfort as a trans woman about being touched in certain parts of my body. An deinen Schlong oder was? Ja, wahrscheinlich am Schlong. So. Oh Gott. Warte mal kurz, ich habe den Satz verpasst. Irgendwann kam jemand an und wollte mich spanken. Okay, also spanken ist so denklich für auf den Arsch hauen. Ja, mit, meistens mit so einer Fliegenklatsche. Ja. With your ass, and I was like, yeah, sure. That's interesting. Yeah. Yes, yeah. I mean, it's like original. That's the thing, that's transactional, but yeah, right way. Er hat ja noch wirklich seinen Schlong. Warte mal kurz, ich wollte da jetzt noch, da war eine Stelle jetzt, die nicht untertitelt haben. Die hat doch was mit White Wing gesagt. Nee, interesting, Also, oder? ja, warte mal kurz. Ja, Okay. mach nochmal. Yeah, sure. That's interesting. Yeah. Yes, yeah. I mean, it's like original. That's the thing, that's transactional, but yeah, right way. In the right way, hat sie gesagt. Ach so, in the right way, Ja. okay. Ja, manchmal ist es ja so, man ist irgendwie auf bestimmte Wörter konditioniert, wenn man solche Sachen schaut. Und dann erwartet man irgendwie sowas zu hören. Also, ich bin ja wahrscheinlich jetzt noch so im politischen Modus von anderen YouTubern. Ja. Verzeihung. Aber gut, das hier ist schon knirsch genug. Oh, sind das eigentlich alles, die drei anderen sind alles biologische Frauen, oder? Die da gesessen haben? Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Und er ist da mit seinen tollen Brüsten und der Glatze. Don't bruise yourself now. I was like, oh, it's not very sticky. My hands are sticky. And I was using the ball. And I just out of habit. Nee, okay, das Der ist. ist der Typ von vorhin, glaube ich. Genau, Also das der da ist an keine diesem biologische Café Frau. saß. Ja, genau. Wie schnell man es doch sieht noch. Select my hand. Ja, irgendwie schon. Und man hört vor allem, finde ich. Non-passing, wie man so Like, schön and then I sagt. was like, oh Ja. no, oh my God, no, oh my God, When it comes explicitly to a Flinta sex party, then the big. Sorry, Ich finde ich es muss immer da wieder nochmal. lustig, dass es halt so nach Flinte klingt. Ja, ich muss da auch nochmal Haben kurz sie sich keinen Gefallen getan. einhaken, was das überhaupt heißt. Flinta ist eine Abkürzung, steht für Frauen, Lesben, intergeschlechtliche, nicht-binäre, trans- und agender-Personen. Okay. Das Gut, ist, das glaube ich, wusste ich so jetzt tatsächlich nicht. das glaube ich, so das Gegenwort zu den TERFs. Also, weißt du, Aha. die Aber. Gegenabkürzung. Okay. Naja, es ist einfach ein anderes Wort für queer oder so, oder? Na, halt Ich ohne meine. Männer auch. Explizit? Ah, okay, sehr gut, dass du das sagst. Okay, alles klar, stimmt. Stimmt. Also queere Frauen. Wenn man das, ja, Nicht binär. verquerte Frauen, ja. Ja, okay. Alles klar. The biggest thing is the boundaries. You don't have to reinforce again and again and again. It was one of the first places that I went to before transitioning where I could experiment with gender. And there's people there who will respect me as I'm doing that. I really can't imagine this story that I'm going through right now. Das sind das, warte mal, sind das am Ende alles Kerle? Ich bin jetzt gerade wirklich hart am Zweifeln. Nee, also Das die ist. links von dem Sitz hätte ich jetzt nicht gesagt, oder? Ja, es ist alles komisch.
Ich mache einen Frame zurück. Würde ich tatsächlich nicht sagen. Aber in dem Frame fände ich es halt schwierig, ne? Ja, es stimmt eigentlich, jetzt, wo du sagst. Verdammt! Das ist schlimm. Die Verwirrung ist... Confusion of the highest order. Ja. Und die mit den blauen Haaren rechts ist halt auch gerade so in der Seitenansicht schwierig. Ja, ne? Schwierig. Aber jetzt die Ene gerade hier, der hat doch irgend so in allen jetzt hier Schmuck draufgepackt. Das war, glaube ich, nochmal eine Ante. Die sah für mich weiblich aus. Oh Gott, ich weiß es nicht. Das ist eine Welt. Going the way and how wonderfully it's been without all three of you. So, thank you so much. Yeah. Okay, now I don't kiss Liz at the same time, because that was adorable. Yeah. One, two, three. Wenn man sich Kinky Club nennt, bedarf es meiner Meinung nach auch eine strikte Clubpolitik, die ein Safe Space kreiert. Und umso größer der Club ist, umso schwieriger wird es. Ich präferiere immer gerne kleinere Partys. Na, zumindest haben wir endlich mal eine Frau. Die Frau ist hundertprozentig. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber sie ist hundertprozentig lesbisch, oder? Als biologische Frau, ja, also da ist auch irgendwas los bei der. Und wie die schon gerade die Kamera guckt, so, oh, guck mal, wie krass ich bin. So, ach, keine Ahnung, wie in der Serie oder so. Es wird jetzt harter Narzissmus, aber naja. Ja, ja, genau, danke, dass du sagst. Ja, ich halte die für eine Narzisstin. Irgendwie schon nach den wenigen Sätzen, die ich hier gehört habe von der und Bildern, die ich gesehen habe. Ja? Ja. Aber sie kann uns jetzt ja Lügen strafen, also feuerfrei. Ja, genau, vielleicht ist sie ganz cool und fürsorglich und was weiß ich. Und hetero verwirrt, aber ich lebensfroh. Fett ich clean sowieso, hab gar nicht oder irgendwo. Ich ordne mich nicht ein und ich geb mir auch kein Label, weil ich werde nicht gesigned und ich geb mir auch kein Label. Sobald ihr Leute einsortiert und sagt, ich soll mich entscheiden, werde ich... Ja, die wollen jetzt eine Bank überfallen, oder was? Ja, mit Ketten und Peitsche, ja. Ja, genau. Werde ich nur lachen und dir einen Finger zeigen, ich hab die Wahlfreiheit, Baby. Ich weiß genau, was mir gefällt, denn ich picke mit allen. Man könnte sagen, ich fick die Welt und ich würd's mir auch nur selber machen. Denn es pickt mich und für mich bleibt dann gar nichts übrig. Außer fick dich, die Welt zu ficken, bist du viel zu und jetzt werden sie sich gegenseitig auspeitschen, oder was? Geil. Wer ist denn jetzt eigentlich Medusa, die mit der Glatze? Ne, die Anzahl, glaube ich, der Maske von uns. Ach, scheißegal. Aber ich bin noch nicht versteinert, also. Ja. Wahrscheinlich ist die mit der Glatze Medusa gewesen und weil sie die Haare abhat, wirst du auch nicht versteinert. Das wären ja eigentlich die Schlangen auf dem Kopf oder so. Es erinnert mich gerade hier an Matrix Teil 3 oder so, wie die im Club waren. Die war ja auch alles so in Lack und Leder am Rumhüpfen. Das wirkte damals auch schon ziemlich degeneriert. Ja, und jetzt haben wir es halt im Real Life. Ja. Aber damals war es ja so dieses Untergangsszenario, dass die Matrix von dem Smith da übernommen wird und alle feiern so den letzten Tag vorm Untergang. Okay. Kann ich da kaum noch dran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Was sagt das jetzt über Berlin aus? Ja, Berlin ist der Untergang. Da ist er schon gekommen. Riley hat mich gerade ein bisschen gefesselt, so wie es möglich war dort. Spaß gemacht. Und man merkt auch, so das Awareness-Team ist ziemlich präsent. Ja. Und auch wenn sie wussten, okay, wir sind zusammen, dann haben sie mich auch so zwischendurch gefragt, so, weil wir halt recht lange dort irgendwie waren. Ganz leicht zu erkennen. Ja, ich fand auch, die sind sehr einfach zu erkennen, haben mich auch gefragt, so alles okay, meinte so, ja, alles fein. Du hast dann so ein Team von mehreren Leuten, in dem Fall waren die sehr gut erkennbar durch diese Schiebemütze. Und dann sind die halt im Club verteilt. Und wenn was ist, kann man dorthin gehen, hat man komisches Bauchgefühl. Alter. Also gut, schöner Freeze-Film gerade. dieses Konzept schon. Also ich könnte mich doch nie irgendwie entspannen, wenn dauernd alle 3 Minuten oder Freude empfinden, darum geht es ja so ein bisschen auch, alle 3 Minuten einer fragt, ja, ist das noch okay für dich? Ist das schon zu weit? Ja, also, vor allem ein Fremder. Also wenn ich Sex habe, dann will ich mich ja auf die andere Person konzentrieren und noch auf irgendeinen, der so dazukommt. Das hat für mich, ja, industriell ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen was Geschäftliches, so, weißt du? Ja. Wir wickeln hier was ab. Und dann ist noch jemand, der den Geschäftsprozess überwacht, ob das auch alles richtig läuft. So.
Ist aber wahrscheinlich unter Wortwahl schwierig, aber du weißt, was ich meine. Da steckt keine Romantik drin. Vielleicht, ich denke mittlerweile auch, das geht gar nicht darum so. Also wenn du dich in so eine Sache einlässt, dass du da mit 50 Leuten auf so einer Tanzfläche rumliegst und mit irgendjemand da rumpeitschst oder was weiß ich nicht, ein bisschen Bondage machst, dann hast du das wahrscheinlich schon so akzeptiert. Aber ich finde es halt richtig absurd, dass das einem irgendwie... Es klingt für mich so ein bisschen, als müssten die sich das einreden, dass das gerade toll sei. Ja, ja. Ich bin da ein bisschen vor... Also, du hast es richtig gesagt. Du hast gerade irgendwie das Richtige gesagt zu mir. Und zwar, ja, für mich wäre das nichts. Und so meinte ich das jetzt auch hier mit dem Geschäftsprozess und so. Also, ich könnte da echt keine Freude empfinden, wie du sagst. Also, keine Lust. Aber... Mhm. Vielleicht die, aber ganz ehrlich, ich denke tatsächlich, so wie du es andeutest, ist es eher so ein bisschen sich was einreden. Also, dass man vielleicht ein bisschen einen Sinn sucht oder im Leben viel Freude haben wollen und dann entdeckt man halt dieses Hedonistische. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das schon beleuchtet hatten im ersten Teil so grob, aber wenn die jetzt solche Awareness-Teams brauchen, was ist denn da mal vorgefallen? Also kommt das hier irgendwann mal? Ist da irgendwie hart über die Grenzen geschlagen worden? Das wird es wahrscheinlich schon geben. Also gerade so in diesem BDSM-Bereich wird es wahrscheinlich schon irgendwie... Aber das scheint ja ein größeres Phänomen zu sein, wenn da so mehrere Clubs gibt, die da so irgendwie ein Konzept fahren. Also ich hoffe, das wird noch ein bisschen erzählt, wie das davor war. Ja, das würde mich auch interessieren. Oder was so typische Probleme jetzt vielleicht sind. Das wird sich eigentlich von selbst erklären, dass wahrscheinlich einer von dem anderen in dem Moment die Grenzen achtet. Also, dass er jetzt was macht, was der andere will. Und der andere kann da, wenn er so wirklich Nein sagen, fühlt sich halt in eine Situation gezwungen. So wäre aus meiner Hinsicht. Ja. Das muss ich eher unwohl fühlen. Und das wäre jetzt halt die Frage, ob das so Einzelfälle sind oder ob das dann systematisch aufgetreten ist, von bestimmten Gruppen an bestimmte Gruppen. Ja. So, ne? Das wäre ja wichtig zu wissen, um das dann mal einzuordnen hier. Wie groß ist dieses Problem? Mich würde da immer interessieren, aber vielleicht reden wir da am Ende nochmal drüber, wie man da überhaupt so reinkommt. Also nicht, dass ich jetzt so Interesse da hätte hinzukommen, aber ist das jetzt eine Party, die irgendwo ausgeschrieben ist? Schaue ich da ins Berliner Stadtmagazin, dann steht da heute große Fickparty, bitte in roten Leder kommen? Oder muss ich da jemanden kennen? Oder... Ich könnte mir vorstellen, dass es mittlerweile sowas ausgeschrieben wird. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich nicht so genannt werden, aber irgendwas mit Erotiktreff oder so, könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Und natürlich, dass es so, wie du schon sagst, so unter der Hand, das wird es auch geben, klar. Aber wahrscheinlich ist das hier Club XY und die haben dann jeden Donnerstag Night Affair Party oder sowas und dann genau. Sowas würde mich interessieren, inwiefern das hier wirklich organisiert ist. Aber ja, ich stelle es mir tatsächlich so vor, wie du jetzt gesagt hast, dass es vielleicht dann doch irgendwo so ausgeschrieben ist. Gerade wenn die eben so ein Awareness-Team haben, dann wird es ja eben wahrscheinlich hier nicht so sein, dass die sich alle kennen untereinander. So, du gehst da hin, in diese Lokalität und dann geht's ab. Ja, das ist ja nun mal das Ding an solchen Riesenstädten wie Berlin. Also ist ja doch mittlerweile eine große Stadt geworden, dass du halt, egal fast was es für eine Szene ist, die ist trotzdem nicht überschaubar, weil es einfach zu groß ist. Es gibt dann immer zu viele Leute. Selbst in solchen Spezialnischen hier. Klar, klar. Gut, wollen wir weitermachen? Gerne. Ist jemand, der übergriffig wurde oder irgendwas? Und ich habe es ganz schön gefunden, dass es wirklich ein Kinky Space war und nicht ein Party ein bisschen mit so ein bisschen. Ja, so ein bisschen wie cool. Videos. Das war wirklich. Die Shades of Grey Type Beat. If you're talking about like queer male spaces, stuff like cruising and solo wanking is the norm. Yeah. But somewhere like here, you can be thrown out for that. Yeah. How can you ask for consent? How can you ask for consent? It's like, is it okay? Like, for example, like I asked you about your hair. Yeah. You know, like for example, yeah, again. Your hair, yeah. You yeah, know. Sure. Okay. Can I hold it a little bit tighter again? Yeah, you can do that. Ah.
Was ist da los? No, but like, I think what's so lost is that I think we just had a nice little moment. Vor der Kamera, yeah. And the reason why we were able to have that moment is because I asked and you said yes. Yeah. Yes. And I didn't go beyond what you said yes to. War das eigentlich gerade noch Mansplaining? Sorry, dass ich jetzt so rumgekräht habe. Achso, mich hat es einfach nur so ein bisschen weggeworfen, so dieses ganze, das Thema so krass durchdenken und darüber reden, so, das ist so für mich auch so ein typisch linkes Ding. Also, ja ich habe jetzt das gemacht und so. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich einen Witz erkläre jemandem, weißt du? Das war gerade toll, weil ich das und das gemacht habe. Ja, der Witz war gerade lustig, weil das und das passiert ist. So. Ja. Okay, ja, ganz komisch. Es ist, für mich ist das alles so irgendwie, ich will nicht sagen unnatürlich, aber das ist halt im Rahmen von einer Beziehung. Das ist, ja, normal ist halt auch so ein Wort. Du weißt schon, was ich meine. Es ist halt irgendwie ja, wir gucken ganz grad andere Form so, von Sexualität. Ja, wir schauen hier gerade so ein Nischenphänomen zu, was halt riesige Aufmerksamkeit bekommt vom Staatsfunk mal wieder. Ja, vom Staatsfunk vor allem. Und ich weiß jetzt nicht mal, ob dieser Erklärungssermon, den wir gerade gehört haben, ob das immer so ist oder ob es jetzt wegen der Kamera so mal gemacht wurde. Ich denke wegen der Kamera tatsächlich. Aber ich kann mir wirklich schon vorstellen, dass das so in abgekürzter Form hier die ganze Zeit passiert so. Ja, stimmt. Ist okay, aber, ja, geht's. Ja, genau. Alles gut. Soll ich das Awareness-Team holen? Oh Mann. Ich glaube, irgendwann haben die alle so einen Stecker im Ohr, also ein Ohrstöpsel. Und dann hast du oben so Kameras und dann hast du so die Leute in ihrem Awareness-Raum sitzen und dann so, frag mal bei 3.10 nach, ob alles gut ist. Ne? Dass die da nicht dauernd auf der Tanzfläche da reinflunkern, weißt du? Und okay. Ja, dann wirst du angepiepst im Ohr. Ja. Und ist das gut mit dem Blinzel zweimal, wenn es okay ist und einmal, ja, genau, wenn es nicht okay ist. Oh, ja. Genau. Jetzt wird hier wieder gespankt, oder was? The importance of consent in the sex positive scene reinforced this for me is that the primary difference that I discovered from living as a man or what it is to be socialized as a man versus what it is to be socialized as a woman has to do with the way a person is taught to handle boundaries. Mensch, das war ja die Weisheit des Tages. Erstmal das. Männer und Frauen sind also unterschiedlich. Hui. Ja, hui, das sollte vielleicht gerade eher wissen. Aber gut, wahrscheinlich auch gerade nicht. Nochmal was anderes, was mir eigentlich jetzt erst einfällt. Ich meine, das ist von einem deutschen Sender eine deutsche Doku, die in Berlin unsere deutschen Hauptstadt spielt. Und der Typ spricht hier die ganze Zeit Englisch. Also, ne, er ist doch, glaube ich, was Brite oder Australier oder, ich glaube, oder Amerikaner war es doch, irgend sowas. Aha, also mich würde halt interessieren, ob der überhaupt Deutsch kann. Oder ob der den ganzen Tag so... Denke nicht. In Berlin musst du kein Deutsch können. Ja, ja. Und vor allem in diesen Art Clubs werden die schon alle Englisch sprechen. Findest du, dass er eigentlich irgendwie feminin aussieht? Naja, null. Ja, ne? Null. Also er hat halt so Männertitten, ehrlich gesagt. Das sind auch keine Frauenbrüste in meinem Weltbild. Aber lustig, weil gerade die wollte ich sagen, ja, die hat er sich wenigstens noch halbwegs gut machen lassen. Weil die sind jetzt nicht übertrieben oder so, irgendwelche D-Brüste oder so. Das stimmt, aber es... Aber es sind keine natürlichen Männertitten, sag ich mal. Da ist irgendwas drin. Ja, der hat... Kennst du nicht solche fetten Leute? Da sieht das genauso aus. Ja, aber so fett ist er noch nicht. Nee, das ist da hast du recht. Das wird irgendwie, ja. Und die Brüste finde ich noch, okay. Also, die sehen weiblich aus, finde ich. Ich könnte mir die an der Frau vorstellen. Mhm. Ohne dass ich jetzt zu weit abschweife mit den Gedanken. Aber der ganze Rest, der hat nichts Feminines an sich für mich. Also gar nichts. Ich bin ja mal gespannt, ob er noch auf das Nicht-Schnipp-Schnapp angesprochen wird. Ja. Ey, wie ist denn das? Er hat ja diese... Na ja, gut, klar hat er da was. Ich meine, er hat ja diese Unterhose da an. Das also hat man ja vorhin gut gesehen, da wo er da... Ja, stimmt. Ja. Oh Gott. Oh, ja.
Honky, was Alter, soll das? Ja, Honky, warum? Nur wegen dir schauen wir zusammen. Ich wollte gerade sagen, es sieht so aus, als würde er einen Kamin fegen wollen oder so. Das die ganze Zeit da so rumtasten, ja, bin ich hier richtig? Men, I think, in general, are taught to be in control of boundaries and to define people's boundaries. While on the other side, women are predominantly socialized to accommodate other people's boundaries. Das sind jetzt halt alles so Nullaussagen, ne? Ja, when you're entering mag into sein. Sex-positive spaces, these are spaces where people are making themselves vulnerable. Everybody is also expected to some degree to also make themselves vulnerable. It doesn't mean you have to do anything necessarily, but don't be a spectator. Endlich mal richtige Brüste. Yes! Müsste passen. Heute habe ich erst mal Tobi dabei. Genau, das meine ich. Tobi wäre gerne mit Sub. Alex? Das brauche ich deine Hilfe. Dann kriegst du mich hin. Und was bei mir immer ein bisschen schwierig ist, weil ich sehr, 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 sehr viel Zeit für mich selber brauche. Und viele kommen damit nicht klar. Aber ich bin nicht bereit, wenn ich mich nicht danach fühle, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, jemand Festes zu finden. Ergibt sich aber wieder. Oh oh. Okay, we're getting there. Das riecht doch schon nach roten Flaggen hier. Ich muss hier sowieso die Schuhe mal ordnen. Das Mädel, meinst du? Hm. Ja, klar. Also, die hat Probleme. Ja, ach, schon das ganze Ding. Ich meine, die sucht einen Sub. Ach, was? Ach, komm. Ach, das war's. Ich hab's nämlich akustisch nicht verstanden. Also so ein Unterwürfling, alles. Ja, da. Genau. Und das, ich weiß nicht, wie das so abläuft in der Szene, ob man da. Nee, keine Ahnung. Ich sag jetzt nur falsch. Ich blamier mich jetzt nur. Ich meine, diese ganze BDSM-Szene, das hat ja auch so seine eigenen Dinge. Und ach, komm. Ich kenne mich dann einfach nicht aus, muss ich einfach so sagen. Sweat, Baby, sweat. Halleluja, okay, der Rücken. Okay, warte, lass mich mal kurz. Ich glaube, du kannst kurz loslassen. Wie fühlt sich das an? Kannst du Rückgänger. Das war's jetzt, okay. But honestly, I have to say, I like this one more. Because then I'm asking, then I'm in control. Then I'm saying, hey, I want you to choke me. But only if I say so. Das ist krass, wie anders der aussieht mit Frisur, ne? Und die Stimme ist auch anders, oder? Bin ich verkehrt? Wie bitte? Die Stimme ist auch irgendwie anders, oder bin ich jetzt blöd? Na, es war wahrscheinlich einfach wegen der Lautstärke. I have a lot of anxiety about being seen as a threat by other women. I've started going to Flinta spaces. Flinta is a German acronym. In English, that would be women, lesbians, intersex, non-binary, trans, and agender. Jetzt kann man nochmal schauen, ob man alles erwischt hatten hier. Also Frauen, ja, Lesben, ja, inter? Ja, intersexuell. Also die beides sind? Oder? Intergeschlechtlich, ja, genau. Die fünf Leute von einer Million oder so. Ja. Nicht-binäre, das, ja, das wird er sich vielleicht irgendwie dazu zählen, trans, keine Ahnung, Agender-Personen. Aber nicht-binäre und Agender in einem Topf mit Frauen werfen, ist halt schon hart. Also weil Nicht-binäre sagen ja explizit, ich bin eben keine Frau und kein Mann, sondern irgendwas anderes. Und Agender ist ja so, ich habe schlussendlich kein Geschlecht. Ja. Also die würde ich da irgendwie rausschmeißen. Naja, ich. Aber ja, es soll halt größer wirken, ja. Ich mache hier immer eher auf den Anwalt der Gegenseite, aber diejenigen, die nicht binären und Agender-Leute, die werden wahrscheinlich nicht abstreiten, dass es normale Frauen und normale Männer gibt.
Das sind halt nur für sich selbst keine Frauen oder Männer. It's supposed to be a space where hypothetically people like me would be very accepted. Now at the end of the summer, I do feel much more like I belong in those spaces. And if somebody else views that I don't belong, that's more about them than it is about me. It's frustration that creates desire, perfect. Not the other way around. Oh, God. Maybe I'll let it. Yeah, perfect. Maybe I'll let it. Ja, perfekt. Was ist hier los? Und das ist jetzt Stunning and Brave, oder was? Ja, das ist richtig stunning. Deswegen juckt's ja auch alle. Der Typ, und der Umweltsituation fühlt sich das manchmal ziemlich komisch an, dieses Leben zu führen, das man lebt. Und es überkommt mich manchmal eine Art Schuldgefühl, dass ich das Leben führen darf, gerade während alles um mich herum gerade kollabiert. Manchmal wache ich auf, so wie gestern, und dann lese ich die Nachrichten, Abtreibungsgesetze USA und auch generell dieses komplette Ding mit Sexualität. Und ich fühle mich manchmal, als wären wir nicht im 21. Jahrhundert. Und so wie ich okay, das können wir uns nicht stehen lassen. Also, was will man hier dazu sagen zu dieser Frau? Oh, da hat die aber eine andere Meinung. Mag ich nicht, ich muss weg. Das ist nicht fortschrittlich. Aber das, was du hier abziehst, dieses Dominierungsspiel, das ist halt auch nicht neu. Eigentlich ist es kalter Kaffee, was die hier macht. Und denkt, das sie ist jetzt hart empowernd. Kalter Kaffee, ja, also. Gut, die würde dir sagen, warum die das alles anders macht, aber ja. Was macht sie denn anders? Naja, genau das ist es. Ja, aus unserer Sicht wahrscheinlich nichts. Oder, also, ich denke auch, das ist kalter Kaffee, ganz ehrlich. Ich denke, dass diese ganze Szene sich irgendwie für bedeutend wichtiger nimmt oder irgendwie moderner, zeitgeistiger, als es eigentlich Sinn. Aber eigentlich ist es für mich so ein Bild, dass das halt auch nur Stagnation ist bei denen. Also die Zeit, wo es wirklich in Anführungsstrichen rebellisch war, ist irgendwie vorbei. Was ich ein bisschen wild finde, aber wir lassen vielleicht die erstmal den Punkt auserzählen, mit der Abtreibung jetzt, ich meine. Was hat das mit den Leuten zu tun hier, ne? Ja, irgendwie nicht so richtig. Also, wenn ich jetzt Abtreibung verbiete, heißt das ja nicht, ich verbiete jetzt auch die BDSM-Szene oder so. Aber wir lassen die das erstmal machen. Digga, finde ich, unsere Sexualität so kreativ, wie wir es wollen und so selbstbestimmt auszuleben. Solange es mit Konsens geschieht und jeder, der beteiligt ist, volljährig ist. Bis jetzt. Okay, das war jetzt schon der Punkt. Ja gut, dann können wir es. Naja, das ist so dieses klassische Ding. Ich meine, ich finde das ganz, es sagt eigentlich schon viel aus. Sie tut halt das Thema Abtreibung, das bringt sie in erster Linie mit Sexualität in Verbindung, weißt du? Gar nicht mit Fortpflanzung oder mit Kindern, die da eben draußen stehen und das, was mit denen passiert. Nee, das hat erstmal nur was mit Sex zu tun. Ja, das ist so halt so, es ist eher so ein Malheur für sie, was halt so passieren kann, aber wenn das passiert, will ich nicht irgendwie Verantwortung übernehmen, sondern ich will mich dann weiter in meinem Lifestyle ausleben können, ohne Konsequenzen. Genau, weil Sex und Kinder, das sind halt verschiedene Sachen. Sex und Familienplan in der Welt. Das eine ist halt nur zum Spaß und das andere, ja, dann 9 Monate später erst dann, wenn das was Ernstes ist. Vor allem das Freeze-Frame, was wir hier gewählt haben. Oh je. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, so offen mit meiner Nacktheit umzugehen, Fotonackt zu machen. Weil, fuck, unser Körper ist ein Tempel, aber der ist auch ein Freizeitpark. Ja, das war's. Okay. Also jeder kann mal drauf rumfahren. Ja. Oder was ist? Genau, und es ist okay, dafür Einsatz zu verlangen. Ja, danach gibt's bunte Luftballons. Ja, und wenn man danach kotzt, einige nach dem Fahrgeschäft, ist auch okay. Es dürfen bloß, was nicht passieren darf, ist, es geht einer rein und es kommt dann 2 später raus. Ja. Das geht nicht. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl gehabt, in diesem zweiten Teil, wir sind schon abgehärtet gewesen, oder es war einfach nicht mehr so,
ja, nicht mehr so schockierend für uns. Also den ersten Teil, da haben wir eine Stunde hier gesessen. Ja, ja. Und jetzt sind wir gerade mal bei der Hälfte. Und ja, jetzt ist man durch. Ja. Ja, also es hat auch so ein bisschen, weiß nicht, abgeflaut am Ende. Was sie da gesagt haben, das war so, der Himmel ist blau. Ja, genau. Was willst du da groß gegen sagen oder überhaupt kommentieren? Klar. Das Ende war jetzt so beliebig. Vielleicht hast du recht, wir sind schon sehr abgestumpft durch den ersten Part, dass diese Degeneration uns nicht mehr so angekratzt hat. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir jetzt bei Minute 29 sind, wenn man so möchte, beim Abspann. Wenn es jetzt hier noch eine halbe Stunde länger gehen würde. Es ist ja auch so, das ist ja auch irgendwie gut. Ich meine, wenn wir nichts zu erzählen haben, dann erzählen wir auch nichts. Es wäre jetzt dämlich, hier bei jedem kleinen Satzbaustein zu kappen und irgendwas zu erzählen, nur damit man was zu erzählen hat. Ich meine, ja, wie du sagst, es war viel kalter Kaffee einfach letztlich dabei. Und mir hat am Ende jetzt auch so ein bisschen die, oder generell jetzt in dieser Folge, hat mir eigentlich noch so diese, na, die Zielgerichtetheit gefehlt. Also was du angesprochen hast, nämlich, dass man vielleicht mal beleuchtet, wer da in diese Spaces reingeht und die nicht safe macht, um mal hier in ganz harten Englisch zu bleiben. Zum Beispiel jetzt am Ende kam ja diese hier Narzisstin, so würde ich sie mal nennen, Medusa. Ja. Und was hatte die denn mit der Folge Safe Spaces zu tun? Also, hä? Dass sie das draußen ausleben kann, ihre Eskapaden, und dass keiner eine Tomate schmeißt oder was. Alles klar, okay. Aber das hat sie auch nicht gesagt, dass sie schon Probleme hatte auf der Straße da, wenn sie da nackt rumläuft, wie sie das so formuliert hat. Die kam jetzt so ganz am Ende in den letzten 5 Minuten dazu, um letztlich, naja, wie viel zu sagen, 5 Sätze oder so. Also, ja, das fand ich jetzt einfach komisch von der Aufmachung, von der, ja, wie gesagt, von der Intention, von der Zielgerichtetheit. Man, wenn man sagt, ja, hier steht ja Buch und Regie, ich meine, dann schreibe ich eigentlich ein Buch und habe eine Regie. Das ist ja eine künstlerische Perspektive, die ich eigentlich haben will oder was ich sagen will. Aber das war halt so, ja, wir müssen noch ein paar Minuten füllen, dann nimmst du nochmal diese BDSM-Type rein, die finden die Leute gut. Genau, es ist so ein bisschen dahin geplätschert am Ende, so ein bisschen ausgelaufen. Ja. Ohne so wirklich einen Höhepunkt. Also man hätte es vielleicht auch beenden können, wo der Typ da so auf diese Flusslandschaft guckt und sagt, der Sommer neigt sich dem Ende entgegen oder was er da gesagt hatte. Ne? Genau. Das wäre ja auch ein guter Punkt gewesen. Und wo er sein Fazit für sich zieht, hier, wenn andere mich nicht wollen in dem Raum, dann sind die schuld und ich. So. Ist eigentlich auch ein bemerkenswerter Satz gewesen. Finde ich auch ein sehr bemerkenswerter Satz gewesen. Den haben wir jetzt gar nicht so weiter kommentiert. Aber ja, also gerade bei diesem ganzen Trans-Thema, ich meine, viele Frauen, denen ist das ja nun mal bewusst, das ist halt ein Kerl, der da steht, weißt du? Und klar ist denen dann unwohl, wenn du jetzt als Lesbe unterwegs bist, denke ich, du willst halt nur Frauen sehen an einem Abend, du bist in irgendeinem Club und dann steht da so ein Typ und er sagt, hier, ich bin jetzt eine Frau. Kann ich dich würgen? Ja, kann ich dich bitte würgen, genau. Kann ich dir auf den Arsch hauen? Aber nur als Frau, versteht sich, ja? Ja. Du kannst mir auch in die Hose fassen. Aber ja, das ist mein, keine mein weiblicher Schlong. Mein, genau. Der mag deinen Mund. Ja. Mein Penis ist weiblich, alles klar. Ja. Ach. Oh je. Und ich prophezeie auch, dass dieser Typ nie glücklich sein wird. Nee, jetzt sehe ich tatsächlich nicht. Also der wirkt so krass verloren. Wir hatten das ja schon in der ersten Folge gesagt, dieser Schützengrabenblick, wie ich gesagt habe. Ja. Also nee, wirklich, der ist verloren. Auch wenn es jetzt ein bisschen Brunnenvergiften ist, oder wie das dann auch explizit heißt, er guckt halt auch immer so ein bisschen wirr und irre. Also, das ist jetzt keiner, mit dem ich gerne Zeit verbringen würde. Ja, finde ich tatsächlich auch, ja. Also mehr noch als alle anderen hier in der Doku. Ich finde es auch interessant eigentlich, dass Frauen sich so ihre Safe Spaces so ablaufen lassen von diesen Leuten aus falscher Toleranz schlussendlich. Naja, du willst halt nicht von Jan Böhmermann als TERF bezeichnet werden, das ist das Problem. Ja, das kann eigentlich ist das ja genau das Problem. Ja, das ist genau das Ding. Das ist genau das Ding. Also wenn du, da bist du halt eine TERF, da bist du halt irgendwie eine radikale, trans-exodierende Feministin. Wenn du die nicht akzeptierst. Ja. Oder Faschistin. Je nachdem. Ja, das geht Hand in Hand. Wofür das F dann steht. Ideologie. Ne? Also bei dem, naja, Feministen steht es. Naja. Ja, bei dem Jan Böhmermann wird das wahrscheinlich Hand in Hand gehen.
Gott, da fällt mir ein, der hat ja so ein Transporno mal gedreht gehabt. Das war auch mal Echt? im Ach Honigforum je. irgendwo hoch. Oh Gott, ja. Das war. Sag mir nicht, dass wir das als nächstes schauen. Also das war das, was hier in dem Club so angedeutet wurde. Das wurde dort halt mal richtig gezeigt. Und das war so unerotisch. Ja, okay, ich Und das verstehe. war ohne dieses, darf ich das? Also ohne diese ganze Konsensschiene. Ich hatte da mal durchgeskippt, leider. Meine Netzhaut brennt gerade wieder nach. Ja. Es waren unästhetische, also non-passing-Trans-Geschichten. Und, nee, Gott, jetzt kommen die Bilder wieder hoch. Ja. Und dann hast du halt diesen Böhmermann, der irgendwas so eine Ansage macht, hier, das ist für euch Transhasser oder sowas, sagt er da. Das ist, Ach, im Porno auch noch. ja, so als Ach, Voransprache. Ja, als ja. Voransprache, oh Gott, Ja. okay. Und du denkst dir halt so hinterher, ja, danke, jetzt bin ich wieder bestätigt. Alter, das ist super. Ja, gut, das müsste ich mir echt eigentlich nochmal anschauen. Das ist so eine Meldung, Tu es die nicht. glaubt man klar, weil man schon viel gesehen hat in dem Bereich. Aber das muss man eigentlich sich wirklich mal geben und Normies zeigen, damit ihnen bewusst wird, was mit unseren 18,36 € gemacht wird. Dass hier ernsthaft irgendwelche Transpornos gedreht werden. Also, was ist da los? Oder auch So. schon diese Sendung. Warum? Warum macht ihr das? Oh Gott. Ich bin noch am Hin- und Herüberlegen, ob die sogar schlimmer ist, weil diese Leute ihre komische Weltsicht, der komisches Bild da versuchen, das irgendwie zu erklären, warum sie so degeneriert unterwegs sind. Ja, Und schwierig. genau, da muss ich einhaken. Genau das hat mir hier irgendwie gefehlt. So ein bisschen eben noch einen tieferen Einblick. Mir war das alles sehr oberflächlich. Also, dass die mal sagen, na, warum die da reingekommen sind und warum die sich da aufgehoben fühlen, warum die das brauchen. Also noch so ein bisschen mehr, was machen die sonst im Leben? Was haben die so erreicht oder eben nicht erreicht? Also, wisst ihr, was ich meine? Na, ihn hatte ich ja so verstanden, dass er das schon vorher war und das nicht ausleben konnte, weil er sinngemäß, Entschuldigung, auf dem Mann Land war. oder so war. Aha. Und dann ist er halt in die Stadt und dann konnte er das endlich ausleben. Aber wie du schon sagst, wie er da explizit dann reingefunden hat, ob man das im Internet macht, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass es da irgendwelche lustigen Foren gibt und dann kann man da sich irgendwie verabreden, ja. Klar, aber bei den anderen Personen wäre es interessant gewesen. Ja, und auch tatsächlich. Ich hätte noch gern mehr irgendwie, ach, es ist ganz schwierig, das in Worte zu fassen, aber irgendwie noch so mehr so ein Psychogramm noch gern gesehen. Also, wie sind die Leute wirklich? Also, jetzt selbst bei diesem Elizabeth-Typen, wie tickt der so? Also, irgendwie mehr Tiefe hätte ich mir erwartet. Das war jetzt wirklich alles sehr oberflächlich für verschiedene Geschichten. Ach, und guck mal, da gibt es Leute, die tun sich ein bisschen auspeitschen und ja, und ziehen sich an Haaren. Ist doch geil, oder? Ja, das ist Berlin. So, ja. Das war nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, Also mein. das war tatsächlich von dem, was wir so geschaut haben, für mich bisher so, das ist eigentlich das Schwächste. Das war's bitte? Das Schwächste. Ach so. So, also, irgendwie Mist. Also wenn ich jetzt raten müsste bei ihm da, bei der Hauptfigur, der hat sonst nichts. Der wird vielleicht irgendwie beim Edeka an der Kasse sitzen tagsüber. Ansonsten dreht sich bei ihm alles um diese Szene. Seine Einkäufe, sein Äußeres, sein Geld, was er verdient, wird irgendwo in Hormone und dies, das reingesteckt. Und Genau ich das denke, denke ich ansonsten nämlich ist er auch. auch relativ einsam abseits dieser Szene. Genau das denke ich nämlich auch. Und das hätte ich mir gewünscht. Und das hätte ich mir bei all denen gewünscht. Auch jetzt hier bei der Asiatin zum Beispiel. Also, die hatte mal sowas angedeutet, die wurde verletzt von jemandem. Dass man vielleicht darauf eingeht. Ja, warum wurde die denn verletzt und von wem? Und was war das für eine Art Beziehung? War das überhaupt eine lesbische Beziehung? Und auch bei den anderen, bei den zwei Lesben, die sich da so ein bisschen gehauen haben. Also sind die, da hatte ich ja auch schon Fragen gehabt, sind die zusammen und wie läuft das ab? Und das hatte alles keine Tiefe. Es war alles sehr an der Oberfläche. Jetzt, wo du sagst, so was uns eigentlich immer bei den anderen Dokus so negativ aufgefallen ist, dass so der Erzähler so eine harte, wertende Position hatte. Hier war ja gar kein Erzähler mehr. Hier war gar Also kein Erzähl, genau. nicht mal die Fragen wurden gestellt. Weißt du, da Nee. kam immer gleich irgendeine Aussage von der Person, aber. Fand ich persönlich aber, glaube ich, sogar gut, weil die sich halt so ein bisschen selbst enttarnt haben.
Also. Aber gerade wie du sagtest hier mit dieser Verletzlichkeit, da wäre ja eigentlich cool gewesen, wenn du jetzt so eine Stimme hörst, wie hat sich das denn geäußert mit der Verletzung oder irgendwas, ne? Das Ja. da hätte man dann schon mal nachbohren können, aber da die ja auf einer Wellenlänge sind, wird da nichts passieren, ne? Alles, was so Nee. ins etwas, ja, wie du schon sagst, ins tiefere Fahrwasser geht, macht man nicht. Genau. Sonst es soll ja es Auch bei den schön dargestellt werden. Sexszenen, wo die Kamera irgendwie einen halben Meter von ihnen weg ist. Ich meine, da werden die halt das schon so abgeklärt haben, naja, wir tun jetzt mal für die Kamera so ein bisschen rummachen und ihr filmt das mal und mehr ist nicht so. Ja. Oh Gott. Wenn es über die Stränge schlägt, schneidet man es dann raus, weil es soll ja beim RBB laufen. Ja, Genau. genau. Das soll sich ja die Oma abends um 10 noch angucken können. Wenn sie so, keine Ahnung, bei Lanz einschläft und dann so Ja, halb elf aufwacht und die Doku schaut. dann geht's hier los mit Elisabeth und Medusa und sonst was. Ja. Alter Schwede, ja, aber genau so ist es. Und dann sagt sie irgendwann sich so, Mensch, das ist aber ein langer Einspieler bei Lanz. Ja. Oh, der Lanz sieht aber Es auch ging anders aus. doch um den Ukraine-Krieg, was ist hier los? Ja. Na gut, ich bedanke mich bei Honky. Es war ja zumindest die Folge nicht ganz so schlimm, wie wir befürchtet hatten. Vor allem, Ja, es ging wir eigentlich. hatten ja gedacht, wenn das schon so mächtig anfängt, dann wird ja der letzte Part dieses Machwerks noch schlimmer, aber sie haben es zum Glück ein bisschen verkackt, meiner Meinung Ja, nach. genau. Und ich merke schon, du willst das ein bisschen abbinden, das finde ich gut. Ich denke, Ja. wir haben alles gesagt zu dieser Doku, was zu sagen ist. Und ehe wir jetzt uns weiter im Kreis drehen. Deswegen, genau, wie du sagst, danke erstmal an Honky, generell an unsere Zuschauer, die uns Themenvorschläge schicken. Sind wir Amen. super dankbar immer. Also, jetzt wollte ich das YouTube-Gebet einleiten. Genau. Ja, YouTube-Gebet, Amen. Ja, und wenn du nichts weiter zu sagen hast, würde ich wie immer hinter uns die Gartentür zuhauen. Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss.